dann wird hier gefragt, wie lautet das Urteil über das Spionieren? Darf man in ein Handy schauen? Nein, das ist verboten. Ein Mann darf nicht in das Handy seiner Frau herein spionieren und umgekehrt genauso. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Ya ayyuhal ladhina amanu und Surat al-Hujurat, Ya ayyuhal ladhina amanu ijtanibu kathiram minal dhan, inna ba'da dhanni ithm, wa la tajassasu. Allah azza wa jalla sagt, O ihr, die ihr glaubt, ihr sollt häufige Vermutungen unterlassen und daraufhin auch nicht einander nachspionieren. Schaut mal, was kommt nach der Vermutung? Die Spionage. Und daher, ein Mann darf nicht in das Handy seiner Frau hereingucken, um darin zu spionieren. Und eine Frau darf nicht in das Handy ihres Mannes gucken, um darin zu spionieren. Das ist ein Hukum für alle. Das ist ein Hukum für alle. So, aber du hast zum Beispiel einen Sohn, der ist 14 Jahre. Oder eine Tochter, die ist 14 Jahre. Bevor du ihnen zum Beispiel ein Handy gibst, sagst du ihnen, schau mal, das ist ein Programm, was ich habe. Ich sehe hier alles, was du machst. Okay? Ist das hier Spionage? Das ist keine Spionage. Warum? Was hat man gemacht? Man hat sie darauf vorbereitet hingewiesen. Unterschied. Als wenn du plötzlich das Handy von... Es gibt Männer, die sind krank, ich sage euch ganz ehrlich. Der guckt 10-mal am Tag im Handy seiner Frau nach. Das heißt, bestimmt hat sie was gemacht. Bestimmt hat sie mit jemandem geredet. Krank. Und diese Eifersucht überschreitet die Grenzen Allahs Azul. Und genauso Frauen, die denkt die ganze Zeit, ihr Mann hat eine zweite Frau. Warum? Weil er jeden zweiten Tag duscht. Die sagt, da stimmt was nicht. Wie stimmt was nicht? Nur weil er geduscht hat? Ja, stimmt was nicht. Da kann was nicht. Und dann, wenn er noch Parfüm auflegt, dann sagt sie, Wallahi, der hat eine zweite Frau. Subhanallah, als ob das haram ist. Und die sind auch krankhaft eifersüchtig. Und beides ist zu unterlassen. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Sowieso, wenn man mit einer Frau lebt, wie kann man mit ihr leben, wenn man ihr nicht vertraut? Wie kann das gehen? Wird das gut ausgehen? Niemals. Und umgekehrt. Man muss sich einander vertrauen. Okay? Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.